Sauerstofftest mache ich heute mal. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, heute gibt es ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, ein bisschen dortvon und so weiter und so fort. Alles so, was jetzt gerade anliegt heute. Sauerstofftest. Ja, ich werde bei unserem neuen Becken, was wir jetzt gemeinsam angesetzt haben, dem grünen Aufzuchtkasten für die Babys später, wo jetzt die Muttis so eingezogen sind, da werde ich mal jetzt einen Sauerstofftest machen, einfach mal um zu gucken, wie das da aussieht. Vielleicht werde ich das auch regelmäßig machen, vielleicht, ich probiere es einfach mal aus, weil bisher habe ich das noch nie gemacht, ich hatte mir den irgendwann mal gekauft und ja, dann testen wir das einfach mal. Und mal sehen, was wir heute zu Gesicht bekommen. Ich tue mir die Ruhe an, wir haben abends spät mal wieder, ich weiß auch nicht warum, aber es ist hier irgendwie, ja, beruhigend abends. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste gar nicht ins Bett gehen. Aber irgendwann ist man so müde und dann ja, fällt man doch ins Bett. Viele kleine Kleinigkeiten. So, ich darf heute die Orchidee, wollte ich gerade sagen, nein, die Begonie gießen, die Amphioxus. Die ist ganz leicht geworden und das ist ein Zeichen dafür, ja, dass das Substrat trocken geworden ist. Und dementsprechend gieße ich sie heute hier mit reinem Wasser, bei uns Osmosewasser. Und kann sie wieder ordentlich vollsaugen. Und das nächste Mal bekommt sie dann dementsprechend auch Nährstoffe. Bei uns die 400 bis 500er Variante, wie wir das aus dem Zimmerpflanzenbereich kennen. Ja, ist eine tolle Sache mit der Amphioxus, dass sie so schön wächst hier. Total klasse. Pflegeleicht, richtig cool. Man muss nur wissen, wie es funktioniert. So, dann sehen wir jetzt mal tanzende Wurzeln da oben. Darum geht es jetzt aber nicht. Es geht hier drum, um unsere Bucephalandra. Das ist die Poseidon. Ich weiß gar nicht, komme ich noch ein bisschen weiter weg? Ja, guck mal, ne? Die Poseidon. Die hat sich also enormst gestreckt. Gekauft haben wir sie damals. Da hatte sie unten so drei, vier kleine Blättchen gehabt. Und so ist sie gewachsen jetzt innerhalb von, ja, etwas über anderthalb Jahren, kann man fast sagen. Also die Bucephalandra wachsen sehr langsam. Im Verhältnis dazu wächst diese allerdings sehr schnell. Denn ich kenne keine andere Bucephalandra, die so schöne, schwertartig gewellte Blätter hat und ja schon fast palmenartig in die Höhe wächst. Wie gesagt, ist schon über anderthalb Jahre her, glaube ich. Und trotz alledem ist im Verhältnis zu anderen Pflanzen langsam gewachsen. Aber andersrum im Verhältnis zu normalen Bucephalandra, würde ich sagen, ist die schon gigantisch in dem Sinne vom Wachstum her, vom Habitus. Im Gegensatz dazu zeige ich jetzt eine Bucephalandra, die ist genauso alt. Genauso alt und da ist sie versteckt. Ja, wie wir sehen, ne, die ist nun wirklich klitzeklitzeklein, dass man so einen Unterschied sehen kann. Wie unterschiedlich. Ja, okay, aber ich denke mal, man konnte es einigermaßen verstehen, ne, dass also Bucephalandra komplett unterschiedlich wachsen können, je nach Sorte. Da schwimmt er, da schwimmen sie. Die eigene Nachzucht hier von unseren Salinenkrebsen, da ist auch einer, da auch. Das Fundsgut hier, muss ich sagen, mit dem eingelaufenen Becken. Das ist nämlich so dieser kleine Unterschied. Das ist also bei den Salinenkrebsen genauso wie bei anderen Aquarien. Die Becken müssen eingefahren sein, bevor man das startet. Ist definitiv so. Anfangs hatte ich hier Schwierigkeiten ohne Ende gehabt. Ich habe mal wieder meine Haupthähne reingemacht von denen, die geschlüpft sind damals, so von den Eiern. Ne? Haben nie überlebt und irgendwann hat es dann funktioniert und jetzt klappt es wunderbar. So, und bei denen hier läuft gar nicht rund, hier sind ja die großen drin. Ja, das Wasser stinkt wieder, ich muss tatsächlich wieder Wasserwechsel machen. Ich habe heute Morgen schon Wasserwechsel gemacht und ich werde jetzt nochmal Wasserwechsel machen müssen, weil die Biologie ist hier noch nicht in Gange. Es ist frisch aufgesetztes Wasser gewesen, natürlich klar mit Meersalz. Aber, ja, was soll ich sagen, das Wasser muffelt ganz schön. Ja, Geruchskino, wollte ich gerade sagen, gibt es noch nicht. Ja, ist so. Es sind zwar noch ein Haufen Tiere drin hier, aber ein Teil ist da tatsächlich auch schon verstorben, auch jetzt wieder. Und ich sag's mal so, wie es ist, wenn die Tiere dahin gehen, das muffelt. Holla die Waldfee, das muffelt ganz schön. Ja, also, wenn du so ein Projekt angehst, mach dir Meerwasser fertig. Wie man das kennt, 15 Gramm Salz, also wir nehmen Meersalz, ne, kannst angeblich auch anderes nehmen, aber wir nehmen Meersalz definitiv, weil Tiere kommen aus dem Meer, also warum sollen sie kein Meersalz kriegen? Und lass das Becken erstmal ein paar Wochen stehen, bevor du da anfängst, dann mit der Salinenkrebszucht, also Artemia-Zucht in dem Sinne. Also nicht zum Schlüpfen lassen, ne, sondern um wirklich fertige
große Tiere zu züchten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig mitzunehmen. So lernt man eins nach dem anderen dazu. Der andere Kasten steht hier vorne übrigens, der jetzt hier drauf stand. Da schien es nicht zu klappen, bis vor ein paar Tagen. Und dann hatte ich mir gedacht, komm, habe ich die mitgenommen, weil ich die gesehen habe im Aquariumgeschäft und dachte mir, ach schön, hast du mal ein paar große Artemia, ne? Mal gucken, ob es damit vielleicht klappt. Und ja, interessanterweise, zwei, drei Tage später hat es bei meinem funktioniert. Hätte ich mir die gar nicht kaufen brauchen. Aber okay, jetzt haben wir sie und haben hier tatsächlich auch etwas draus gelernt. Ne? Also ganz wichtig, auch hier bei den Artemia, die Aquarien müssen eingelaufen sein oder die Becken, je nachdem. Ansonsten hast du nur Probleme. Ja, ich werde jetzt nochmal Wasser raussaugen hier. Ja, in dem Sinne wechseln. Ne? Pass mal auf, ich saug mal eben, vorsichtig. So, dann kommt das hier in den Kanister rein. Das kann reinlaufen in Ruhe. Das ist ein Ausströmerstein, dicker. Und dann kann das in Ruhe raus, weil wir haben ja auch schon Nauplien drin. Mal gucken, ob wir die gleich zu Gesicht bekommen nochmal. Alles gut, alles gut. Ja, ist ein sehr interessantes, spannendes Thema, muss ich sagen. Ich habe heute, wie gesagt, schon mal Wasser gewechselt, 1,5 Liter. Habe das Ganze auch mit Liquidzell angesetzt. Boah, das riecht echt unangenehm. Das ist nicht schön. Das ist definitiv so. Ja, okay. Also, die geben unheimlichen Geruch ab, wenn die verenden. Das ist übrigens bei den Garnelen genauso. Ne? Bei den Neocaridina und Caridina auch. Also, wenn da aber irgendwas nicht in Ordnung ist, das Wasser plötzlich stinkt, dann kannst du mal suchen gehen. Da liegen irgendwo ein paar tote Tiere rum. Das ist so. Das stinkt dann bestialisch. Ja, okay. Also, jetzt kommt Wasser erstmal raus. Was wollte ich jetzt gesagt und gemacht haben? Auch mal gucken. Wie gesagt, machen die jetzt durcheinander heute mal. Ne? Nicht spezifisch, sondern das und das mal. Weißt du schon, was Sache ist? Also, der pH-Wert ist auf dem Abmarsch. Das heißt, hier ist Wasserwechsel angesagt bei den Babys, bei den Koi-Gubbi-Babys. Ja, also es scheint tatsächlich so zu sein, dass nach einer gewissen Zeit durch die Ausscheidung der Tiere der pH-Wert runtergeht. Ne? Natürlich abhängig von der Menge an Tieren, die drin sind. Das sind jetzt noch Babys hier, aber es sind einige und die sind tatsächlich in der Lage, durch ihre Ausscheidung den pH-Wert runterzubringen. Und das ist natürlich nicht optimal für die Tiere, ganz klar. Aber das Thema werden wir noch genauer beobachten. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir es verfolgen konnten, dass es tatsächlich so ist. Wir lagen so bei 6,5, glaube ich, letztes Mal. Und jetzt bei 5,3 mittlerweile schon. Also hier ist auch heute definitiv schon Wasserwechsel angesagt. Die Nauplien. Ja, also das funktioniert tatsächlich, ne? Aber deswegen halt da auch Strömerstein, damit die mir nicht mit rausgesaugt werden hier, weil die sind so klitzeklein. Ja, das ist schon dann, ups, sorry. Ja, fatal, wenn die dann plötzlich mit weggesaugt werden würden. Ist schon interessant, das jetzt mal zu beobachten. Ich sehe das jetzt auch zum ersten Mal, muss ich sagen. Ich habe fast das Gefühl, die kommen da tatsächlich noch so ein bisschen in den Ausströmerstein rein. Kann das sein? Naja, sie hängen an der Oberfläche. Aber schön zu sehen, dass das auf jeden Fall soweit schon mal funktioniert. Die sehen ja krass cool aus, ne? Gleich zu dritt, alles klar. Ja, ne, klar. Warum auch nicht, ne? So. Tja, das mal kurz so gesehen. Dass also hier tatsächlich, ja, die Vermehrung schon im Gange ist in dem Sinne. Aber wie gesagt, wir müssen reagieren, denn ansonsten ist das Wasser irgendwann total gekippt, ne? Und das wäre natürlich schade. Weil, ja, ist schon ein Projekt auch zum Lernen jetzt definitiv, ne? Aber es ist schon toll. Ja, aber wie gesagt, das Wasser stinkt per. Ja, weißt Bescheid, was ich meine? Ja, doch, ne? Ja, also, ist schon interessant, ne? Mit den Nauplien, dass das, also, das ist schon krass. Ja, siehst du wohl. Aber das macht Spaß. Und dann wechsle ich auch gerne dreimal am Tag Wasser, ist mir wurscht. Wobei, heute werden wir das ein bisschen anders machen. Ich lasse halt so viel Wasser ab wie möglich übrigens. Und ja, setze komplett neues Wasser an. Aber nicht nur, sondern wir werden auch aus dem bestehenden Becken, mal kurz hier im Paludarium vorbeigeguckt, Vivarium, entwickeln sich prächtig die Pflanzen, auch wenn man jetzt nicht viel sehen kann. Auch das Frauenhaarmoos da hinten. Aber das Interessante ist, das gucken wir jetzt hier mal. Hier haben wir dieses Teil draufgesetzt, was so aussah wie Lebermoos. Ja, und ich muss sagen, es entwickelt sich daraus ein Farn. Ja, okay, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich den tiefer gesetzt. Aber ist so, wie es ist. Wir können ihn auch runterbringen, ne? Ist ja nicht das Problem.
aber kurz mal hier so einen kleinen Einblick wenigstens, wie das ausschaut. In dem Zustand übrigens könnte man das Glas jetzt von innen auch gut sauber machen, ne, weil der Dreck gelöst ist, ist dann tatsächlich am einfachsten. Nächstes Mal gerade. Aber das macht so viel Freude, ja, das ist schon krass. So, und wie gesagt, ja, das ist die andere Brille. Lol, muss mal sauber machen. Sauber machen. So, denn wir holen jetzt hier von der Biologie was raus und packen das mit ins andere Becken rein. Spiegelt gerade die Wäscheklammer. Ja, am besten kann man es tatsächlich hier sehen, wenn morgens es hell ist und hier das Licht reinscheint. Dann sieht man das tatsächlich am besten. Ja, okay. Jetzt, wo der Wasserstand so niedrig ist, gucken wir einfach mal von oben rein. Das sieht soweit schon mal cool aus, muss ich sagen. Also noch jede Menge Tiere. Es sind jetzt insgesamt vielleicht 5, 6, 7, ich weiß nicht genau, dahingegangen. Ich gucke gerade mal, da sehen wir so ein bisschen was. Da. Oder, ups, das war wieder zu nah. Der scheint, da liegt so ein bisschen was. Ja, genau da. Oder ist das schon die Haut? Häuten die sich auch? Ich glaube ja, ne? Ja, okay, dass wir das mal kurz mitgenommen haben, wie das jetzt aussieht, wasserstandstechnisch, ist also nicht mehr wirklich viel drin. Und dementsprechend wird jetzt neues Wasser reingesetzt. Hier auch tatsächlich Leitungswasser, dementsprechend mit mehr als 15 Gramm auf den Liter. Leitungswasser wichtig, weil die brauchen schon pH-Wert bei 8. Ne? Dann fühlen sie sich am wohlsten. Ansonsten, wenn man nur weiches Wasser hat, manche Länder machen die das, die geben dann Soda dazu, um den pH-Wert zu erhöhen. Ja, okay. Also, Frischwasser rein. Kriegen wir so hin, passt so, ne? Pass auf. So, jetzt habe ich hier Wasser, das habe ich heute Mittag irgendwann schon angesetzt. Ich setze das immer vorher an, damit hier auch Chlor und so rauskommt, weil, wie gesagt, ist Leitungswasser, ne? Da bin ich dann doch vorsichtig, also ich nehme kein frisches Leitungswasser und gieße das einfach rein. Ich nehme übrigens auch kaltes Leitungswasser, das erwärmt sich dann auf Zimmertemperatur. Das ist dann doch angenehmer, enthält auch wesentlich mehr Sauerstoff, dann kaltes Wasser, als wenn man jetzt warmes Wasser direkt nimmt. So, ich werde jetzt einfach mal ein Stück Schlauch draufsetzen, das haben wir schon so ein bisschen verfeinert, die von der Technik her. Und dann lassen wir jetzt einfach mal das Ganze hier reinlaufen. So, okay, das kann ich in Ruhe lassen. Und in der Zeit gucken wir uns jetzt mal ein anderes Becken von den Koi-Gubbis an. Hier haben wir jetzt das Becken Nummer 4 von den Koi-Gubbis. Es sind insgesamt 4 Becken. Hier sind erwachsene Tiere schon drin. 5, glaube ich, sogar insgesamt. Die wir zur Zucht rannehmen werden demnächst. Und hier haben wir pH-Wert von 7. Ne? Also knapp über 7. So sollte das eigentlich sein. Ne? Und man, von daher können wir also definitiv schon mal sagen, also umso mehr Tiere drin sind, umso eher ballert der pH-Wert ab. Und das ist natürlich gar nicht gut. Umso öfter muss man dann tatsächlich Wasserwechsel machen. Also einmal die Woche auf jeden Fall. Und wenn ich das jetzt sehe bei dem ersten Becken, würde ich sogar davon ausgehen, zweimal die Woche. Aber das werde ich noch genauer checken. Schauen wir doch mal kurz vorbei. Wir haben etwas Glück. Wir bekommen eine Garnele etwas näher ins Bild, eine Eiertante, dass man mal sehen kann, wie es ihr geht. Ne? Also hier brauche ich auch nicht zufüttern im Moment erstmal. Wir sind jetzt auch, ich vergesse mal, wie viel ich da reingesetzt habe. 3, glaube ich, jetzt insgesamt. Oder 4 tatsächlich schon. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ist halt so. Ne? Aber dass wir mitnehmen können, dass sie also fleißig hier was zu tun hat. Und ja, es ihr richtig gut geht. So, und hier, wie gesagt, hier werde ich gleich auf jeden Fall einen Sauerstofftest mal machen. Einfach just for fun, um auch etwas zu lernen gegebenenfalls. Wenn schon, denn schon, nehmen wir das heute auch mit. Dann setze ich jetzt mal das Wasser an hier. So, dalle. Dann kann das da vor sich hin blubbern. Und jetzt kommt noch das Salz dazu. Wie gesagt, ungefähr 15 Gramm. Pi mal Daumen. Ich messe das nicht genau ab. Ich habe hier so ein Messlöffelchen. Auch wenn er jetzt nicht scharf stellt. Lol. Und das kommt da rein. Zweimal. Das sind ungefähr 7 bis 8 Gramm pro Löffelchen. Ne? Und dementsprechend kommen wir jetzt ungefähr auf 15 Gramm. Da braucht man gar nicht ganz genau abmessen. Aber wenn man erst so eine Maßeinheit hat, das erste Mal würde ich es abmessen, ne? Definitiv. Und dann hast du eine Maßeinheit und die kannst du dann ewig verwenden. So, da kann das Wasser dort auflösen. Lol, das Salz kann sich auflösen da drin in Ruhe. Und ich denke mal, wenn ich es noch schaffe, ja doch, kriegen wir noch in einer Stunde ungefähr, werde ich dann nochmal nachfüllen. Den Behälter. Aber trotz alledem werden wir jetzt noch was machen. Ich hatte es ja gerade angesprochen. Und zwar, dass wir jetzt dann
etwas Altwasser dazugeben, um mal die Biologie etwas besser in Gange zu bringen. Im Prinzip ähnlich wie wir das kennen aus der Aquaristik mit dem Schwamm. Gut, wir haben jetzt hier keinen Schwamm drin, von daher müssen wir hier ein bisschen Bodengrund rausnehmen. Aber da haben wir ja, ne, nicht von dem Kasten hier, von denen da unten, lol. Andersrum, so da unten, ne? Weil da ist die Biologie voll im Gange. Und das Becken läuft also richtig stabil. Es gibt nur so Kleinigkeiten, die manchmal ganz wichtig sind, wo man selber gar nicht drüber nachdenkt. Pass mal auf, da steht der Kasten. Zeige ich dir jetzt. So, dann kann ich den Kasten jetzt nehmen und hier hinstellen. Und hier ist der Luftschlauch. Das ist ähnlich wie im Krankenhaus, ne? Weißt du, was ich meine? Lass die Schläuche mal ruhig länger, dann kannst du da auch ein bisschen besser mit hantieren. So, okay. Dann steht jetzt erstmal wieder schön unter der Sonne. Und dann nehme ich mir jetzt aus dem anderen was raus. Ich muss gerade überlegen, wie ich das mache, weil ich wollte die Tiere nicht mit rausfangen. Ja, so ist das, ne? Komm, eins zum anderen. Da musst du erstmal dich ein bisschen Gedanken machen und dann bringen wir die Biologie jetzt tatsächlich mal im Gange. Das Schöne ist ja, wir nehmen das hier mit, ne? Live, so wie es ist. Und dementsprechend, ja, habt ihr das mitgenommen. Ich wusste das alles vorher nicht so genau. Ich dachte, könnte man einfach so machen, ne? Zack, bumm und fertig hat sich die Kiste, weil so wirklich erklären tut einem das nämlich keiner. Also, wir brauchen tatsächlich auch im Meerwasser Biologie. Das ist definitiv so, genauso wie in Aquarien. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und dann funktioniert das auch bei dir. Garantiert sogar. Ne? Also, eigentlich ganz einfach, eigentlich auch ganz logisch, aber wie heißt so schön, Learning by Doing. So, wir nehmen jetzt unser eingefahrenes Becken hier. Ich mache das mal auf und hole uns jetzt hier unten was raus. Ich wusste jetzt nicht genau, wie mache ich das. Ich habe jetzt einfach einen kleinen Löffel genommen und werde mal versuchen, dass wir auch ein bisschen Algen mitkriegen, die hier schon mittlerweile drin sind. Aber ist doch nicht so einfach wie gedacht, denn die schwimmen recht gut, muss ich sagen. Ich versuche es trotzdem mal. In der Hoffnung, dass es mir gelingt. Tada! Nicht so wirklich. Also muss ich mir doch was anderes überlegen. Okay. Wir machen es anders. Wir nehmen uns jetzt so eine Pipette, eine große, und drücken einmal hier drauf. Ne? Dann drücken wir die Luft raus. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier nach Möglichkeit so ein bisschen hinterwirbel über der Alge und ziehe die einfach rein. Tada! Ja, so einfach geht's. Ne? So, und das kommt jetzt ins Becken rein hier. Muss ich das jetzt zeigen? Da muss ich nicht. Ne? So, okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen von dem Bodengrund mit hier. Übrigens habe ich hier damals mal vor längerer Zeit auch Hefe reingepackt und das sah dann alles ein bisschen merkwürdig aus und das ist dadurch entstanden jetzt. Ne? Und gefüttert wird also momentan nur mit Liquizell. So, das kommt auch hier rein auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Biologie in Gange bringen. Ne? Die Bakterien, die jetzt hier drin sind, die können dann tatsächlich jetzt ins neue Becken. Zup. Guck mal, geht doch einfacher als gedacht. Aber es ist schon mal schön, ne, dass wir jetzt tatsächlich Meeralgen haben. Ne? Meeresalgen. Nicht Meeralgen, sondern Meeresalgen. Das ist eine ganz tolle Sache, ist das. Was ich so alles selbstständig entwickeln kann, ist nur fantastisch. Also wirklich grandios, das alles zu beobachten auch. So, nehmen wir noch ein bisschen mit hier. Und nicht ganz so geizig sein. Wenn wir jetzt wirklich mal einen Krebs hier mitnehmen, ist auch nicht so schlimm, ne? So, rein die Suppe. Okay. Das möchte ich euch heute dann doch mal zeigen. Unsere Koi-Gubi-Männchen. Ja, die sind wirklich wunderschön. Hier übrigens der Elefant. Das ist ein ganz tolles, kleines Becken, um mal ja, zu zeigen, wie die Tiere aussehen. Von oben insbesondere. Ganz tolle Tiere sind das. Mächtig, kräftig. Wunderschöne Farben. Ja, das sind so mehr oder weniger unsere Einzelexemplare. Die einzigen, nee, ein Männchen haben wir noch, also insgesamt 6 tatsächlich. Aber das sind also wirklich einmalig schöne Tiere. Und das Schöne bei diesen Gubis ist, die haben nicht so riesengroße Schwanzflossen. Ne, das ist also ganz, ich versuche mal ein bisschen schräger das Ganze anzugehen, dass man das vielleicht besser sehen kann. Ich bin so begeistert von diesen Gubis. Das ist also wirklich fantastisch anzusehen. Das ist so eine Gruppe für sich erstmal. Mal gucken, ob wir dann irgendwann ja, sie abgeben werden. Aber ich möchte sie am liebsten gar nicht abgeben. Aber irgendwann werden sie auch zu viele. Und von daher gebe ich diese 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall ab. Ich habe schon ein anderes Männchen für die Zucht, damit ich auch frisches Blut reinkriege. Das ist sicherlich auch ganz wichtig. Aber das sind also wirklich wunderschöne Tiere. Ach, herrlich.
Da kann man sich nicht satt dran sehen. So, die kommen jetzt auch wieder zurück. Wie gesagt, das war jetzt nur kurz hier, um sie mal präsentieren zu können. Unsere Koi-Gubbi-Männchen. Ach, das macht so viel Freude hier. So, wir holen jetzt Wasser raus hier. Und zwar werden wir den Messbecher hier ausspülen ein paar Mal. Klar, dass er vorher auch sauber ist, ne? Ist schon klar. Hier geht es einfach nur darum, dass wir nicht irgendwie Fremdstoffe drin haben an anderen Wassern oder wie auch immer. Deswegen sollte man die auf jeden Fall mal spülen. So, und dann machen wir den jetzt randvoll. Also wirklich randvoll. Und nehme das Messgerät, wollte ich gerade sagen, das Gefäß jetzt mit. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Eigentlich ist es ganz einfach. Also Schritt 1 haben wir jetzt gemacht. Ne? Jetzt kommt Schritt 2 und Schritt 3. Wir fügen jeweils 6 Tropfen von der Lösung Nummer 1 und der Lösung Nummer 2 dazu in das volle Glas. Und das Wasser soll überlaufen tatsächlich. Also langsam reingeben dementsprechend. Und dann 30 Sekunden schütteln das Ganze. Und dann machen wir das hier mit Nummer 3 auch. Das gleiche, 6 Tropfen rein. Dann schütteln wir das Ganze nochmal 30 Sekunden. Natürlich zumachen vorher, logischerweise. Ne? Lol. Und dann warten wir 10 Minuten. So einfach ist das. Also, wir machen es trotz alledem gemeinsam. Wir nehmen jetzt Nummer 1 hier und werden dort 6. Ich nehme euch jetzt mal mit, ausnahmsweise. Ne? Wir werden dort jetzt 6 Tropfen reinmachen. Ich hoffe, es passiert jetzt kein Missgeschick. Ist ja meist so, ne? Der typische Vorführeffekt. So, mal gucken, was wir jetzt hinbekommen. Langsam, ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nein, ich kann auch bis 6 zählen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das bis 3 immer einfacher. Und dann zweimal, ne? Ist so. So, jetzt Nummer 2. Da sind so kleine Nummern drauf hier, ne? So, und dann machen wir hier. Du hast es gesehen gerade, die Tropfen, die wandern echt nach unten ab, ne? Die wandern voll nach unten ab. Bitte nicht dran riechen an diesen Dingern oder so, ne? Auch anschließend ordentlich Hände waschen und nichts anderes anpacken als notwendig. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, er kann bis 6 zählen. Yep, yep, yep. Ja, coole Sache, ne? Oh, guck mal, das sieht aber nicht so gut aus. Das sieht aber nicht so gut. So, jetzt nochmal das Ganze zudrehen. Da hat sich oben aber schön gewölbt, ne? Da ist ordentlich Spannung auf dem Wasser. So, also, dann läuft das jetzt über. Deswegen sollte man was drunter legen, ganz wichtig, ne? Saugfähigen Untergrund drunter legen. Was du nimmst, ist deine Sache. Ich habe jetzt hier einfach mal Zeber genommen. So, in dem Zuge werde ich das auch mal... Na, guck mal, ist schon praktisch, ne? Gleich mal so ein bisschen abwischen hier. Ich meine Hände nicht unnötig kontaminiere. So, und jetzt schüttle ich das Ganze 30 Sekunden. Also, dann brauchst du aber nicht dabei sein, ne? Okay. Das sieht jetzt ganz lustig aus. Ob es daran liegt, dass hier die Algen drin sind oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das lustig flockig geworden. Ja, okay, also jetzt kommt der nächste, nächste Schritt. Und jetzt kommen 6 Tropfen von, ups, sollten wir den Deckel vielleicht mitnehmen hier. Besser ist das, ne? 6 Tropfen von dem anderen, von Nummer 3. Das ist das hier. So, da steht eine 3, ups, kann es gar nicht sehen, da steht eine 3 drauf, ne? So, dann bin ich mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Das sieht ja flockig lustig aus, ne? Guck mal, sackt auch nach unten. Das jetzt durch die Algen kommt wohl? Ich weiß es nicht. Das heißt, müssen wir einen anderen Test machen. Den mache ich aber alleine dann. Also, jetzt nochmal. Eins. Da schießt aber ab wie eine Rakete hier. 2. 3. 1. 2. 3. Okay. Also, das war das. Dann machen wir den jetzt wieder zu hier. Und stellen ihn an die Seite. Und machen den Deckel wieder drauf. Und schütteln das wieder 30 Sekunden. Ja, ist schon eine interessante Sache. Gehst du jetzt mal richtig drauf hier? Hallo? Jetzt habe ich mir das irgendwie mit dem Dingens hier vertüttelt. Warte mal. So, jetzt. Okay, am Abwischen kurz. Ich halte es am besten mit dem Zeber jetzt in der Hand. Besser ist das. Und schüttel das mal 30 Sekunden. Das ist schon ein sehr interessanter Test. Der ist vielleicht nicht zwingend immer notwendig, aber wenn man jetzt wirklich mal Probleme hat mit einem Becken oder aber, so wie ich jetzt, ein neues Projekt startet, dann kann das durchaus hilfreich sein. Vielleicht auch vor allen Dingen, wenn ich mal den Fokus hier auf Automatik stelle, wäre vielleicht besser, ne? So, also, das ist ganz einfach der Test, total easy.
Total cool. So, und jetzt können wir schon mal sehen, wie das aussieht. Allerdings muss ich jetzt noch 10 Minuten ungefähr warten. Ja, 9 Minuten mit der Hampelei hier. 9 Minuten warten und dann gucken wir mal, was das Ergebnis gleich sagt. Das können wir dann von einer Farbskala ablesen tatsächlich. Guck mal, wie schön die jetzt sind hier in der Farbe. Ja, also ist schon immer wieder faszinierend, die Tiere hier, die Garnelen zu beobachten. Vielleicht setze ich mir da auch mal ein paar ins Elefantenbecken, dass wir die mal so von oben betrachten können. Das wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant zu sehen. Ne? Aber das mache ich einen anderen Tag, wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe. Was sagt die Uhrzeit? Jetzt haben wir 12:30. Ich gucke gleich mal, wie das mit dem Wasser aussieht, das wir angesetzt haben für die Artemia. Ja, gucke mal, ne? Das ist so schön. Ah, da kann ich stundenlang zugucken, ohne Witz. Übrigens, das Wasser, was ich hier eingefüllt habe, wow, jetzt ist aber schwindelig, ne? Ja, mir vor allen Dingen. So, das Wasser, was wir hier reingesetzt haben bei der Orchidee, wollte ich gerade sagen, bei der Begonie, warum sage ich mal Orchidee, ist komplett aufgeschluckt, ne? So, und das reicht jetzt so für, ja, ich würde sagen, für 3 Tage ungefähr. Je nachdem, manchmal auch nur 2 Tage. Irgendwann pflanzen wir sie auch mal um, aber momentan ist das soweit erstmal ganz okay. Ja, ist schon lustig. Also das sieht schon heftig aus. Also ich meine das jetzt hier, ne? Voll interessant, jetzt ist das Flockige auch weg. Vielleicht sollte das wirklich so sein. Ich weiß nicht. Aber ist okay. Das haben wir heute das erste Mal gemeinsam gemacht. Lass uns überraschen, ne? Wichtig ist immer, dass hier keine Luft drin ist. Ansonsten verfälscht das natürlich den Wert. Immer wieder grandios zuzusehen, wie die Tiere hier aussehen. Auch das Verhalten ist sehr interessant. Die Farbgebungen sind interessant. Und vor allen Dingen, dass ich gelernt habe, wir hatten ja damals Sand hier reingefüllt, den siehst du auch im Untergrund noch. Und da wurden die Tiere hell, die Babys. Ne? Und sie sind alle dunkel geworden. Und jetzt, nachdem das Lava wieder nach oben gekommen ist durch den Umbau, haben die Tiere eine viel intensivere Farbe bekommen. Also wirklich. Mega interessant anzusehen. Also wenn du das gleiche hast im Prinzip, so hellen Bodengrund und deine Tiere sind irgendwie so, ja, hell, nicht richtig kräftig dunkel, versuch's einfach mal mit einem dunkleren Bodengrund und ja, du wirst staunen. Auch wenn man jetzt sagen könnte, Kontrast, das passt nicht, ne? Also die Farbintensität der Tiere zum Untergrund wäre nicht okay, weil dann sieht man sie nicht so gut, aber sie sind dadurch kräftiger in der Farbe. Das ist definitiv so. Also das konnte ich hier bei dem Aquarium so, guck mal, die grünen, schöne, so mitnehmen. Das ist so genial. Auch diese Farbschläge, die hierbei rumkommen. Ich bin echt mal gespannt, was bei den Kreuzungen rauskommt, bei dem White Pearl und dementsprechend halt mit welchen von diesen hier. Oh, das wird aber noch eine lange Geschichte. Und ja, bald hoffe ich, kriege ich es hin, dass wir dann die Bloody Marys mal kriegen. Weil auch da könnte das sicherlich interessant werden. Aber das Schöne ist, hier sind also wirklich keine, wie man so schön sagt, schlammfarbenen Tiere drin. Ne? Also die sind alle wirklich kräftig gefärbt. Also wirklich wunderbar anzusehen. Ja, das ganze Becken ist wunderbar geworden, muss ich sagen. Also das finde ich echt klasse. Das haben wir gut hinbekommen. Das sieht zwar unscheinbar aus, aber das ist auch ein cooles Projekt. So, hier haben wir jetzt unsere Steine drin, schon längere Zeit, kennen wir ja. So, ich habe heute Dünger dazu geführt, NPK, heute Mittag irgendwann gegen 12:45 Uhr, 1,5 Milliliter. Und heute Abend habe ich von dem Mikronährstoffdünger auch 1,5 Milliliter dazu gegeben, um ganz einfach mal zu beobachten, ja, pH-Werttechnisch, wie sich das verändert, das sieht gut aus. Wir sind immer noch bei 6,8 und dann nehmen wir auch schnell den Mikrosiemenswert mit, wie der aussieht hier. Wir sind bei knapp 160 Mikrosiemens jetzt hier mit der Düngerzugabe. Wie viel Wasser da genau drin ist, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Müsste ich mal auslitern dann die Tage. Aber hier geht es mir darum, Aufwuchs zu produzieren, ne? Also auch Algenbewuchs tatsächlich, dass wir die Steine nehmen können, um die Nelis damit zu füttern. Ne? Darum geht es hier. Wir hatten ja den Einstein letztes Mal hier reingepackt und den haben wir ja kräftig abgeweidet. Jetzt ist natürlich nichts mehr dran, aber der Stein passt schon schön zu den anderen, ne? Richtig krass. So, warte mal, können wir das mal sehen, vielleicht im Vergleich. Stellen wir den Dünger an die Seite. Die Steine sind schon ein paar Tage länger hier drin und die, oder der hier, ja doch die, noch nicht so lange. Und hier können wir schon so grünen Aufwuchs erkennen langsam, ne? Und das ist übrigens gewollt hier. Das ist tatsächlich gewollt, denn in erster Linie geht es, worum? Ganz klarer Fall. Die Tiere ordentlich und gut zu versorgen. Darum geht es hier. Ja, und dann lass uns überraschen, wie das hier mit dem neuen Projekt dann sich entwickeln wird.
Auch so unscheinbar, aber ein mega cooles Projekt, definitiv, genauso wie das hier auch. Mal gucken, ob wir die Tage da mehr sehen, wenn das Licht von hinten reinscheint. So, ach, guck mal, 22,2 Grad haben wir jetzt schon. Das innerhalb von einer Stunde. Wie gesagt, hier kaltes Wasser reingefüllt. Frage mich jetzt nicht, welche Temperatur das hatte. Das weiß ich gerade gar nicht mehr, habe ich vergessen. So, ich hatte die vorhin nochmal gefüttert hier und so White Pearl, die hier drin sind. Und in dem Zug habe ich den Kasten runtergestellt und habe ich dann hier drauf gestellt. Ja, so ist das bei mir. Wandert das alles von einem Ort zum anderen. Ne? Ah, die sind aber echt hübsch. Und ja, dann werde ich jetzt gleich hier nochmal einen Liter reinpacken und den Rest dann morgen dementsprechend. Und dann schauen wir mal, ob sich das jetzt von der Biologie her besser entwickeln wird. Mit dem Schmodder, den wir hier reingepackt haben, inklusive Meeresalgen. Ah, das ist so eine tolle Sache, dass sie selbstständig entwickelt haben. Ne? Cool. Also es ist echt mega cool. Okay. Wir haben es geschafft. Der Test ist abgeschlossen. Und ich bin mega begeistert, eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich. Es ist nämlich so, dass Algen auch Sauerstoff produzieren. So, nun ist aber so, du brauchst Licht dafür, das ist ganz wichtig. Ne? Das heißt also, umso länger hier Licht an ist, umso ja, besser, effektiver können die Algen natürlich Sauerstoff produzieren. Das heißt, wenn es dunkel ist, produzieren sie keinen Sauerstoff. Eigentlich müsste ich mal morgens, bevor ich Licht anmache, jeden Sauerstofftest nochmal machen. Oder? Eigentlich ja, ne? Wenn man es ganz genau nimmt. So. Also wir haben hier volle Pulle, das ja, roter geht es einfach nicht mehr. Das ist definitiv so. Also volle Pulle, Sauerstoff hier drin. Aber das ist schon richtig krass cool, dass das also tatsächlich jetzt auch ja, mehr oder weniger bewiesen ist, dass wir hier ausreichend Sauerstoff drin haben. Also auch keine Angst haben, dass sie hier unter Sauerstoffmangel leiden. Das ist auf jeden Fall eine ganz klasse Sache. So, siehst du wohl. Toll, das macht doch richtig Freude. Das ist eine tolle Sache, wenn man das testet und sieht, dass es so passt. So, jetzt haben wir dummerweise, ja, wir hätten es vorher machen sollen bei unserem Artemia-Becken, was so gestunken hat oder eigentlich immer noch ein bisschen riecht, da mal einen Sauerstofftest zu machen, wie das aussieht, weil das ist doch, wäre schon wichtig gewesen. Übrigens auch bei der Anzucht von den Babys, von den Neokaridieren oder Karidieren, spielt keine Rolle. Hier kommen ja Weibchen rein. So, wenn die ihre Jungen entlassen, in der Regel häuten sie sich dann auch. Und die Haut, die wird von den Tieren, die jetzt drin sind, nicht weggefressen. Und auch da kann das Wasser anfangen zu stinken, wenn die Haut da drin rumschwimmt und nicht aufgefressen wird im Prinzip. Ne? Und die und oder aber die Biologie noch nicht so weit ist, das umzusetzen. Wobei bei der geringen Menge an Wasser, was hier drin ist, kann es unter Umständen schon sein, dass das einen negativen Effekt hervorruft. Ne? Das sollte man auch wissen. Also wenn Muttertier die Jungen ablässt und sich häutet, die Haut bitte mit rausholen. Ist besser. Und auch ganz wichtig, ganz wichtig, riechen. Riechen, das ist wichtig. Sowieso jede Woche Wasserwechsel, Hälfte bei solchen Kästen. Ne? Aber trotz alledem zwischendurch mal riechen, ob alles in Ordnung ist. Dann bist du da auch ein bisschen auf der sicheren Seite. Ne? Es kann nämlich auch mal irgendwas passieren, dass mal vielleicht ein, zwei Tiere verenden, tot sind durch, wieso, weshalb auch immer. Es passiert manchmal einfach. Ne? Und die werden ja in dem Sinne nicht weggefressen da drin. Und dann kann das Wasser umkippen und anfangen zu stinken. Das sollte man wissen. So, okay. Hier werde ich jetzt noch Wasser reinfüllen. Ich warte jetzt tatsächlich mit dem Film sowieso, weil ich jetzt bearbeite ich den nicht mehr, also heute Nacht nicht mehr, sowieso nicht. Ich werde aber warten bis morgen früh und dann nochmal einen Sauerstofftest machen bei unserem neuen Projekt, bei dem grünen Becken. Ob das dann morgen früh vielleicht weniger Sauerstoff drin ist oder ob das so geblieben ist. Ne? Klar, da auch abhängig von der Menge, die Tiere drin sind. Das darf man nicht vergessen. In so einem kleinen Becken kannst du keine 50 großen Garnelen reinpacken. Das geht nicht. Ne? Aber ich sag's mal so, nach meiner Erfahrung jetzt so, wenn du Fünfe drin hast, die jetzt ihre Eier austragen da drin, also Jungen entlassen, das hat bei uns funktioniert, klappt wunderbar. Aber mehr würde ich tatsächlich hier nicht machen. Wir haben ungefähr 3 Liter hier drin und keine Filterung. Also von daher mal kurz am Rande erwähnen. Das sind so kleine, ja, wichtige Aspekte, Faktoren, die man wissen sollte. Ne? Also nicht einfach mal so 50 Tiere reinpacken, so holt mal, gib mal eure Jungen her und geht wieder raus. Nein, 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 nein. Also auch da muss alles die Waage haben. Das ist definitiv so. Genau wie bei den Koiguis auch. Da muss die Waage da sein. Und bei den Babys, wo ich jetzt gesehen habe, dass der pH wieder runtergegangen ist, dann mache ich morgen früh Wasser wechseln, aber jetzt nicht mehr. Und in dem Zuge werden sie das nächste Mal tatsächlich dann in ein großes Aquarium ziehen, also größeres dementsprechend.
Ja, das ist schon ganz wichtig. Aber interessant, dass man das auch mit dem pH-Wert checken kann, ne? Also wenn der plötzlich abballert, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann auf jeden Fall Wasserwechsel machen. Aber auch hier sowieso einmal die Woche generell. Okay, und bei diesen Aufzuchtboxen ist es auch sinnvoller, tatsächlich 50% Wasserwechsel zu machen. So, wir haben schon eine weiße Eiertante hier drin. Die hat sich also mit den anderen Neokaridinern schon verpaart. Ja, mal gucken, was das noch im Laufe der Zeit geben wird. Also das mit den Kreuzungen, das wird richtig spannend, thematisch auch dann hier tatsächlich bei den Caridina. So, meine Lieben, es geht gleich weiter für euch. Ich sammle mich noch ein bisschen, beobachte noch ein bisschen und mal sehen, was mir noch alles einfällt, was ich morgen früh gegebenenfalls dann noch abfilmen kann für uns, damit wir alles mitnehmen können. Alles, wirklich alles. Ne? Denn auch Missgeschicke, wenn was passiert, ich zeige das. Auch wenn der eine oder andere sagt, ja, hätte ich dir gleich sagen können, dass das so ist. Ne? Ja, hätte es mal vorher gesagt. Ne? Guck mal, bei den Artemia, ich glaube, ich sag's mal so, wie es ist. Ja, da sind wir ein ganz Stück schlauer als viele anderen. Oh, als viele andere in dem Sinne. Ne? Okay. Ja, morgens, ich habe den Test schon gemacht. Es sieht sehr gut aus. Also auch in der Nacht ist ausreichend Sauerstoff vorhanden. In der grünen Box, ich zeige es nochmal kurz, dass wir das auch verinnerlichen. Ne? Das ist jetzt die grüne Box in der Anzucht mit den Caridina. Mal gucken, inwieweit das funktioniert. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte. So, und jetzt wird mich jetzt mal interessieren. Und zwar, ich nehme den Kasten mal eben. Das ist schön, dass man die auch mal so eben in die Hand nehmen kann. Wie sieht das hier aus bei unseren Caridina im nicht grünen Wasser? Das Projekt läuft schon seit dem 5.4.23. Hier würde ich jetzt mal gerne Nitratwert messen. Sauerstoffwert brauche ich jetzt nicht messen, das ist Quack mit so, da soll ich das Zeug alles vergeuden. Da wird überall ausreichend Sauerstoff drin sein, da gehe ich mal von aus. Aber das werde ich gleich noch machen. Ich gehe allerdings erstmal baden, weil das muss ich ja zwischendurch auch machen. Nicht nur die Garnelen und Fische, sondern ich möchte auch baden gehen. Und das werde ich jetzt machen. Gefüttert habe ich heute Morgen. Wasserwechsel habe ich gemacht am 27.06. Heute ist der 29.06., also 3 Tage später. Ich habe in dem Zuge dieses Mal die Scheiben, Frontscheiben nicht sauber gemacht. Man kann es jetzt schon erkennen. Ich habe gerade Licht angemacht, dass also überall so weiße Punkte sind. Das sind die Mützenschnecken. Jawohl. Gut, ich werde heute die Scheiben sauber machen, weil dann kann ich die Tiere besser beobachten, wenn ich ständig die weißen Punkte da vorne sehe. Sieht nicht so schön aus, aber ist so, wie es ist. Ne? Ich werde jetzt nicht jede einzelne Mützenschnecke da rausholen und irgendwo an Haken hängen. Nein, auf keinen Fall. Also ich gehe jetzt baden. Und mal gucken, was wir heute noch machen, weil ich habe nicht so richtig Bock, muss ich ehrlich sagen. Es könnte allerdings mal wieder passieren, dass der Film geteilt wird. Upp. Dann gibt es eben mehrere in dem Sinne, zwei oder wie auch immer. Weil es ist hier spannend und ich möchte euch auf die Reise insgesamt mitnehmen. Ja, ach, das sieht doch toll aus, oder? Das noch kurz für heute und dann geht es im nächsten Film weiter. Wie wir sehen, gesehen haben oder sehen immer noch tatsächlich, ja, die Artemia fressen hier an den Algen, die wir dazu gegeben haben gestern. Tolle Sache, muss ich sagen. Also das ist mega cool. Jetzt hoffe ich mal, dass wir die Algen hier auch in dem Sinne vermehren, züchten können, denn wir haben dann selbst wachsendes Futter. Ja, das ist mal richtig genial, muss ich sagen. Also richtig klasse. Hier kommt jetzt nochmal Frischwasser dazu, weil es riecht immer noch ein bisschen. Ich werde das jetzt so lange machen, immer wieder fortlaufend, bis es nicht mehr riecht, auf jeden Fall. Ja, tolle Sache. Also, dass die echt an den Algen fressen, ne? Das ist mal schön zu sehen. Ja, okay. Das soll dann für heute reichen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Aquaristikfilme wieder und es wird mit Sicherheit spannend bleiben, nach wie vor. So, die muss ich noch füttern. Die haben noch nichts gekriegt hier. Alle anderen sind schon versorgt. Aber das ist schon, ne, auch hier, dass das Wasser so klar ist. Ich habe übrigens schon wieder geerntet. Ja, ist so. Das muss ich also wirklich fortlaufend machen. Ich habe vor, das erwähne ich noch ganz kurz, bevor ich es vergesse, vor 4 Tagen, ja, vor 4 Tagen habe ich eine Tablette reingeschmissen. So eine, ja, Eisentablette. Und ich habe das Gefühl, dass das Ganze dadurch besser, ja, wächst in dem Sinne. Aber auch das müssen wir
beobachten, weil das ist so ein kleiner Test, den ich so nebenbei für mich mache. Nach wie vor wachsen die Cladophore auch hier drin. Das ist ganz klar, wenn sie da sind, sind sie da. Die werden wir so wohl auch nicht wegkriegen oder wie auch immer. Aber das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Auch am liebsten möchte ich noch einmal alles kurz zeigen hier. Aber ja, nicht aber Palaver. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Ach, das ist schön. Wenn du morgens guckst und allen geht's gut, ah, das ist doch richtig herrlich anzusehen. Ach so, hier könnte ich auch mal kurz Licht anmachen, würde ich sagen. Das habe ich nämlich noch nicht. Hier ist zwar ein Zeitschaltdings dran, aber da ich ja mal zu verschiedenen Zeiten hier filme, ja, ist das halt so, wie das ist. Dann mache ich es doch lieber selber an und aus in dem Sinne. Okay. Was lassen wir jetzt stehen? Lassen wir einfach das Bild stehen jetzt hier.